Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, wir sind wieder dabei, ne? Wir sind wieder so ein bisschen abgrooven zu der Mucke hier im schwimmenden Schwarzmarkt. Junge, was ne geile Mucke, ne? Ich stehe total drauf. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Nice. Junge, okay, pass auf. Ich glaube, das hier ist, da waren wir noch nicht drin, da gehen wir mal rein. Hallo. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Verführerisch. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Ja, wir nehmen natürlich die Qualität, ne? Das hatte uns der Dings ja gesagt, ne? Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Hm. Na, dann kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Go, was bist denn jetzt so? Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Golds Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter.
Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Also dürfen wir jetzt nicht nur Goal einmal überzeugen, sondern, ja, mit Lady Goal reden, zweite Goal kennenlernen und die dritte Goal kennenlernen. Aha. Ja, super, ne? Ja, das heißt für uns jetzt, ne? Und, ach du Scheiße. Ja, wir dürfen Gold gleich dreimal überzeugen. Als ob das bei, als ob es nicht schon schwer genug ist, eine Frau zu überzeugen. Ja, jetzt müssen wir gleich drei Frauen überzeugen. Ich hoffe nur, die werden nicht sauer, wenn sie wissen, dass wir mit den anderen beiden, ne? Ihr wisst schon, ja? Das könnte ja eventuell für Eifersüchteleien sorgen. Das, ist natürlich etwas, was wir bei eigentlich nicht wollen, ne? Oh, clever, beide sind immer noch kaputt. Der arme Junge. Wir haben hier noch ganz viel Blödsinn hier. Kombinieren mal. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Korrekt. Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Genau, ne? Also wir sehen das positiv. Gut, dann haben wir das schon mal kombiniert. Puh, so, dann heißt es jetzt Lady Golf finden, ne? Okay, wir gehen mal zum Marktplatz. Wir gehen mal in die dunkle Gasse. Nee, die dunkle. Ja, das kennen wir ja schon. Dann vielleicht doch hier. Ja, okay. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht überall drin. Hier können wir nämlich noch rein. Würde ich sagen, machen wir das doch mal, ne? Oh, die Mucke, geil. Ich werde die, glaube ich, heute ein bisschen länger privat feiern. Aha, aha. Also zumindest haben wir Lady Goal gefunden. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Mhm, ist natürlich nicht gut. Wen haben wir hier? Eine Zuckerdose. Nehmen wir mit. Der Bodo ist hier! Der Bozo, Verzeihung. Eine Kerze? Ja, die nehmen wir auch mit, ne? Lasst bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Ah, sie ist verschraubt. Ja, dann da haben wir doch das Richtige für. Aha. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Das war jetzt hart. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay. Paarungslied der Schrottkappen. Das hört sich genauso an wie das erste. Not. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, ja. Mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Okay. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Mhm.
Kann aber auch einsteigen. Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Junge, ich bin saustark und lässig. Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Oh. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Ach, vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Das haben wir ganz, ganz hart demonstriert. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Okay. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Ja. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ich komm auf dich zurück. Was auch immer. Bozo! Bozo, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie! Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipuh? Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so... Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in 3 Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den 3 überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt 3-mal? Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich 3? Ich schaff das schon. Ja. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich hab mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung
könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, lichtet die Segel! Ein lieber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Bulle voll rum. Bis später. Verlauf dich nicht. Das kann nicht passieren. Ja, dann reden wir mal mit Goal, würde ich sagen, ne? Okay, Rufus, das hier ist eine Routine-Situation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Wir machen den Romantiker. Nee, der Nachdenkliche. Check, Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Ja, olala, schöne genau. Frau. Ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Okay, ja, Go scheint von uns wenig angetan zu sein. Ja gut, sie ist ja auch eine Lady, ne? Hier lungerst du also rum. Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Was? Widerlich. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Get! Da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Immerhin. Okay. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Okay, dann komm doch. Komm doch bitte einfach mit. Nein, und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein, und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. In der Tat. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Okay. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber.
Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Okay, Hey, Baby. Jetzt geht es los. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert. Ich bin gebildet. Check, check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nahe, in Ordnung. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du, Bozo findet mich auch lässig. Aha. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Okay. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Sowas von. Okay, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Erfolg mit anderen haben. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Okay. Ja, also wir haben definitiv hier die Lady Go, mit der haben wir gequatscht, ne? Und da haben wir erstmal, ne, also wir müssen sie mit Gentleman-Manieren beeindrucken. Und da müssen wir erstmal jemanden finden, der sie mit Etikette ausdenkt, ne? Deswegen, dann gucken wir uns mal lieber hier die nächste Goal an und gucken mal. Hä? Du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Die ist etwas hart drauf, ne? Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv, nerv, nerv. Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Da scheinen sie sich einig zu sein. Ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Oh. Da scheinen die beiden sich irgendwie einig zu sein, ne? Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Na, schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus... Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha, wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur,
Man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Nö. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich dir zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Mist. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst. Um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Ich wickel dich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du, ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Gemeinsame Bettfantasien. Ja, geil, Junge. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Vielleicht erstmal nicht. Junge, die Frau ist echt aggressiv. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Schau mal in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Okay. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Map. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Keine Drohung, bitte. Ja, okay, dann haben wir... Nein. Ich will noch mal eben kurz in den Plan gucken. Mehr machen wir dann heute aber auch nicht mehr. Wir gucken mal in den Plan. Also wir haben jetzt die zweite Goal kennengelernt. Es ist die... guten Anmachspruch müssen wir da verwenden, um Agro-Goal, so nennen wir sie, mit den passenden Worten zu beeindrucken. Ah, okay. Ja, okay. Und die dritte Goal, die werden wir dann kennenlernen im nächsten Part von Chaos of Deponia. Denn ich sage an dieser Stelle jetzt zu euch, see you guys. Ja, und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Hey, you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.